Kapitän, schwierige Strecke voraus. Wir sollten sie umfahren. Eine schwierige Strecke? Damit müssen wir klarkommen. Oder sollen wir einen ganzen Tag verlieren? Wir werden bald mehr verlieren, wenn sie so schlimm ist, wie ich meine. Hören Sie, meine Mannschaft kommt mit Schwierigkeiten klar. Insbesondere, wenn diese selten vorkommen. Schwierigkeiten sollten vermieden werden, besonders wenn es Alternativen gibt. Wollen Sie sagen, dass ich der Mannschaft nicht trauen kann? Es geht nicht um Vertrauen. Es geht um gesunden Menschenverstand. 20 Jahre am Polarkreis. Meinen Sie, das hat etwas mit Vernunft zu tun? Aber das hier ist eine echte Bedrohung. Sie haben wieder die Route benutzt. Es kommt auf den Routengänger an, nicht auf die Route. Hören Sie auf meinen Rat. Schließen Sie sich ein, dann sind Sie sicher. Das ist verrückt. Eine Wünschelrute, ein Stock. Es ist egal, denn es ist nicht materiell. Nur man selbst zählt. Sagen Sie zu sich selbst, dass Sie Wasser finden wollen.
senden Sie diesen Gedanken durch die Route und das war's. Es funktioniert am besten, wenn man allein über Felder und durch Wälder streift und seinen inneren Sinnen folgt. Wenn man aber von einer Menschenmenge verfolgt wird, ist es schwierig, Wasser zu finden. Deshalb suchen viele gute Routengänger zu ungewöhnlichen Zeiten im Geheimen nach Wasser, um ungestört zu bleiben.